السلام عليكم ورحمة الله. Herzlich willkommen bei Muslim Media. Ich heiße Joschkun, er ist unwichtig und wir sind hier am Flughafen Düsseldorf und ich sage nur, die Welt ist nicht nur klein, sondern ein Dorf. Dreimal dürft ihr raten, wen wir hier gefunden haben. Leg los, Rab. Sylvester Stallone. Noch besser. Wen denn? Ihn. Den türkischen Michael Knight. Ja. Wo sind die Haare? Ja. Verloren. Mello von Style Islam, der Sponsor unseres Gewinnspiels, ja. Liebe Geschwister, wir haben ein neues Logo und deswegen kommt der jetzt weg. Und jetzt kommt ein neues Logo und den wollte ich euch ganz gerne mal vorführen. Und zwar sehen wir hier zwei M's, ja. Aber wir sehen auch zugleich 1, 2, 3, 4, 5 Säulen. Das sind die 5 Säulen des Islams, ja. Da ist noch eine Kamera drauf, hm? Einige sehen da Elefanten, aber eigentlich sind das die 5 Säulen des Islams und ab heute, inshallah, ist das unser neues Logo. Deswegen, wenn ich demnächst sage, Assalamu alaikum wa rahmatullah, herzlich willkommen bei Muslim Media, werdet ihr dieses Logo jetzt sehen. Ja, liebe Geschwister, wie ihr wisst, hatten wir mal vor langer, langer Zeit ein Gewinnspiel, aber wir hatten sehr viel zu tun. Wir waren ja in Schwyz und haben da interessante Persönlichkeiten getroffen und hier kommt ein kleiner Beitrag. سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبيه السلام عليكم. وعليكم السلام. Brothers, could you please introduce yourself? السلام عليكم. My name is Sajid. I'm group manager of Labbaik. السلام عليكم. My name is Masoom and I'm one of the singers from Labbaik. ما شاء الله ما شاء الله. I am not married. Alhamdulillah, not yet. I am coming to 24 very soon, inshallah. Ma sha Allah. So yeah. I'm 29 years old, getting a bit old, and I am married. Alhamdulillah. Once. Could you imagine to sing a nasheed with me? I can imagine you. But a professional, I mean recording, inshallah. Yeah, why not? Of course. In UK. Wir haben einen Gewinner und den Bruder möchte ich jetzt ganz gerne mal anrufen. Er ist ein Bruder. Die Schwestern beteiligen sich nicht so häufig, glaube ich. Dann rufe ich den jetzt einfach mal an und gucken wir mal, ob er schnell einen Hubschrauber macht oder Ratschlag vielleicht. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Herzlich willkommen bei Muslim Media, Achi. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Achi. Ja? Du hast bei unserem Gewinnspiel teilgenommen? Ja. Ja? Und darf ich das mal ganz kurz vorlesen? Ja, hat er jetzt gewonnen oder nicht? Ja, müssen wir erstmal vorlesen jetzt erstmal. Ja, keine Ahnung. Also du hast geschrieben, Bruder. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Was war die Frage? Und zwar möchte ich ganz gerne von euch wissen, wie sollte man vorgehen, wenn man von einem Bruder oder von einer Schwester einen Fehler sieht? Was sollte man machen, um diesen Fehler zu korrigieren, ohne dabei diesen Bruder oder die Schwester zu verletzen? Also, es steht, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wie bringe ich einem Bruder einen Fehler schonend bei? Erstens, also ich nehme einen Kartonteller. So, zweitens schreibe ich den Fehler auf den Boden von dem Teller. Drittens fülle den Teller mit Baklava. Und und dann, wenn der Bruder jetzt das Baklava isst, sieht er dann am Boden die Nachricht, dass ich ihm hinterlassen habe. Mashallah, Bruder, sehr kreativ und sehr, sehr lustig. War das deine Idee? War das deine Idee eigentlich? Das war meine Idee. My name is Yvonne Ridley and I work as a journalist in London. In 2001 I was captured by the Taliban in Afghanistan and it was a life-changing moment for me. I was held for 10 days and during that time I was asked if I would embrace Islam. I said no, but if you let me go, I promise I will read your holy book and study Islam. When I returned to London, I did exactly that, and more than 2 years later, I embraced Islam. I found it to be a liberating religion. I was already a practicing Christian, and so I already had the belief in the one God. So I didn't make a great leap of faith. I
moved over to Islam and joined what I consider to be the biggest and best family in the world. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله All thanks are due to him, the Lord of all the worlds All praise is due to him For the mercy he gives us all Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Das war auch ein bisschen so auf eine lustige Art und Weise gemacht. Ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass derjenige, der diesen Fehler begangen hat, dadurch kein bisschen eingeschnappt wird, er vielleicht so ein Schmunzeln im Gesicht bekommen wird. Deswegen haben wir beide entschieden, dass du gewonnen hast, Achi. Und ich wollte dich fragen, erstens, freust du dich? Wenn ja, ist gut. Wenn nicht, kriegst du das Geschenk nicht. Und was willst du denn haben, Bruder? Was gibt's da auf? Also, ich stelle dem Gewinner gerne drei Dinge zur Verfügung. Es kann einmal dieses schöne Bild hier sein, in 80x60. Ja. Ist ein Holzrahmen. Kann man halt direkt so mit Aufhängung, kann man halt direkt so gemütlich an die Wand anbringen. So. Okay. Zweite Sache, ein Set an Accessoires. So, dann gibt es halt diesen schönen Schlüsselanhänger. Das ist die Kalila I Love My Prophet Halskette und dieses Lederarmband. Dritte Sache hier ist genau. Unser cooles Hoodie. Das ist ein zweifarbiges Teil hier. Das Motiv könnte sich der Gewinner auch selber aussuchen. Das Bett, wie sieht das Bett aus? Ist das schwer? Was? Das Bett, ist das schwer? Was für ein Bett? Ach, Bild. Hast du es gar nicht gesehen, Achi? Ja, ich hab's vergessen. Das war schon ein bisschen her. Style Islam hat nur schöne Bilder, Bruder. Bruder, Style Islam hat nur schöne Bilder, wie der Bruder sagt. Okay, Kharasha, dann nehme ich das Bild, inshallah. What is your advice to the Muslim community in Germany? My advice to the Muslim community in Germany is be proud of who you are, be proud of your roots, of your heritage. I had to find Islam in a prison cell in Afghanistan. Many Muslims in Germany were born into this great faith. It's a wonderful gift. Cherish it. Be proud of who you are. And remember that one of the first things I learned as a new Muslim, fear no one but Allah. And just hold on tight to the rope. And you will get through this life to the next life, which is the one that we're all focused on, really. MashaAllah. May Allah bless you. Thank you. Thank you very much. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Aber ich habe noch eine andere Frage, Bruder. Was für ein Landsmann bist du und aus welcher Stadt kommst du? Ich bin halb Türke, halb Deutscher. Was ist das denn? Ja, sag. Jetzt guckt der Sarazin ganz komisch. Du bist also halb Türke, halb Deutscher, ja? Welche Seite ist türkisch? Die Vaterseite. Ja, dann bist du Türke, Bruder. Ja, ganz schon. Klare Sache, vorbei jetzt. Okay, Achi. Ja, ist halt so. Aus welcher Stadt? Aus welcher Stadt bist du hier? Ich bin aus Bonn. Aus Bonn? Ja. Ich sehe hier um die Ecke, Bruder. Ja, dann kannst du das Geschenk abholen kommen. Nein, Bruder. Fehler bei uns findest oder so, würde ich mich sehr freuen, wenn du uns das nicht in den Kanal einträgst, sondern als persönliche Mail schickst. Mit Baklava. Mit Baklava, ne, mit Baklava. Okay, alles klar. Tamam, Bruder. Allah razı olsun. Jazakallahu khair. Inshallah, pass auf, schau auf, Bruder. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir hatten eine lange Pause, aber Alhamdulillah ist jetzt alles vorbei und jetzt können wir wieder richtig schön durchstarten. Jetzt kommen wieder schöne Kurzfilme, die Muslim-Media gerecht sind und inshallah werden wir euch demnächst wieder schön amüsieren und inshallah werden sehr, sehr lehrreiche Videos kommen und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr uns treu bleibt und
Das war's dann, inshallah. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Muslim Media. Ich heiße Josh Kung, der ist unwichtig. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimm die Hand runter. Shukran jaziran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.